Dann herzlich willkommen beim SC Wiener Neustadt. Gleich mal vorweg die Frage, weil es viele Fans natürlich interessiert: Wie ist der Wechsel zustande gekommen und ja, warum hast du dich schlussendlich für den SC entschieden? Weil die Situation jetzt einfach so war, dass sich bei mir der Wechsel ins Ausland nicht zerschlagen hat, sondern es ist einfach so die Meldung gekommen vom Verein, dass es bis Jahresende keinen Transfer mehr geben wird. Und wir uns dann ab Jänner dementsprechend auch wieder zusammensetzen können oder jetzt noch weiter Gespräche geführt werden. Und ich halt unbedingt wieder spielen wollte und dann wirklich sehr, sehr gute Gespräche mit Günter Kreisler geführt habe, wo eine unglaubliche freundschaftliche Basis auch schon entstanden ist, wo man einfach offen und ehrlich das gesagt hat, was man sich denkt und was man voneinander erwartet. Und ja, für mich war es jetzt einfach wichtig, dass ich einfach sage, okay, ich komme wieder in einen Trainingsbetrieb rein, kann tagtäglich trainieren unter guten oder sehr guten Bedingungen, die wir hier in Steinbrunn vorfinden. Und habe natürlich 4 Spiele und da möchte ich natürlich dem Verein helfen. Und das war einfach dann im Endeffekt auch ausschlaggebend. Für mich war auch entscheidend, dass ich nicht umziehen muss oder wieder irgendwo in ein Hotel lebe oder schlafen muss, weil ich das über die letzten Jahre dann immer wieder gehabt habe, auch jetzt bei mir, wo ich die letzten 3 Monate dann im Hotel geschlafen habe. Und hier ist einfach die Situation, dass ich sage, okay, ich fahre 80 Kilometer her, das ist okay, das kann man überschauen die nächsten 4 Wochen. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Riesenaufwand, ich bin im gewohnten Umfeld. Und ich glaube, dass ist für mich und aber auch für den Verein, glaube ich, sehr gut sein kann. Ja, dein Wechsel hat natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Für dich selbst überraschend oder ist das schon eine gewohnte Sache für dich, dass du so polarisierst? Ja, da sieht man, dass relativ schnell Leute einen abschreiben und dann, wenn man wieder da ist, dann melden sich auch wieder viele Leute und man hat extrem hohes Interesse auf einmal wieder. Na, für mich ist einfach wichtig, dass ich einfach wieder mit der Mannschaft trainieren kann und da einfach auch meinen Fokus auf das nächste Spiel einfach legen kann. Und was rundherum passiert mit Internetplattformen oder Facebook und solchen Sachen, na, das ist ja tagtäglich mittlerweile, das hat sich in den letzten Jahren extrem verzehnfacht, dass da einfach extrem kleine Sachen extrem groß aufgespielt werden und diskutiert werden. Ist natürlich in einer gewissen Weise oft von Vorteil, aber vielleicht auch von Nachteil. Aber für mich, ich sehe das einfach eher auch als positives Zeichen, dass die Leute da dementsprechend jetzt darauf reagieren und möchte auch dementsprechend dem einen oder anderen auch vielleicht danken für die netten Worte und der vielleicht sich negativ äußert, den kann man nicht helfen. Ja, du hast jetzt dein erstes Training bereits in den Beinen, hast die Mannschaft und das Umfeld kennengelernt. Wie ist dein erster Eindruck vom SC? Ja, sehr positiv, wie eben die Gespräche auch mit Günter Kreisler schon waren und auch dann der erste Kontakt mit den Kollegen stattgefunden hat oder am Dienstag, wie ich einen Vertrag unterschrieben habe, die Leute im Stadion, auch hier zum Trainingsgelände und die Spieler. Gute Truppen, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Moral drinnen, gute junge Talente, aber auch erfahrene Spieler. Gestern gleich den ersten Mannschaftsabend gehabt, also ich habe einen guten Einstieg ausgesucht, wir waren gleich schön essen dann im Kino. Also bis jetzt die ersten Eindrücke sehr, sehr positiv, auch vom Training, von der Qualität her. Und ich hoffe einfach, dass wir diesen Spirit und diesen Schwung, den ich gestern auch schon irgendwie so gespürt habe, mitnehmen können in das Spiel am Samstag und einfach da wirklich dann in dem Heimspiel groß aufziehen können. Ja, dich braucht man unseren Fans natürlich jetzt nicht näher vorstellen. Du bist vor allem aufgrund deines unglaublichen Kampfgeistes, deines Engagements und deiner Motivation bekannt und hast dich so zu den Top-Clubs in Europa gespielt. Erzähl mal ein bisschen von deinen Stationen, was dich vielleicht am besonders geprägt hat. Ja, also natürlich weiß jeder, dass ich gelernter Koch und Restaurantfachmann bin und eigentlich relativ spät zum Fußball gekommen bin und die Chance, die ich dann damals bei Bayern München bekommen habe unter Hermann Gerland, das werde ich nie vergessen. Das war einfach in meiner Karriere unglaublich, dass ich da bei den Amateuren einen Vertrag unterschrieben habe und 16 Monate später mein Bundesliga-Debüt feiern habe dürfen in der Allianz Arena. Für damals noch 69.000 Zuschauer ausverkauft gegen Frankfurt und dann Felix Magath und dann mit Spielern trainieren hat dürfen wie Oliver Kahn, Roy Mackay, Santa Cruz, Pizarro, Lahm, Schweinsteiger, wie sie alle heißen. Ne? Und das war einfach in meiner Karriere schon absolut ein Riesenhighlight. Ne? Aber natürlich waren auch so Stationen wie Koblenz, Fürth, für mich als Mensch auch und als Persönlichkeit ist nicht förderlich, weil Koblenz gegen Abstieg spielt, in Fürth zum ersten Mal länger verletzt gewesen, dann nicht mehr so in die Mannschaft reinkommen, dann die Chance bei Rapid bekommen, die ich glaube ich in dem Frühjahr auch damals extrem genutzt habe mit meinen 7 Toren, wo wir der Meister waren, sind auch mit diesen 7-0 in Salzburg. Das sind so Momente, die man in seiner Karriere einfach nicht vergisst, ne? Und ich habe aber immer dieses Ziel gehabt, dass ich nach England komme.
Und Wolverhampton war für mich dann einfach auch diese Chance, dass ich dann dort als Spieler oder vielleicht auch als Typ vom Trainer nicht so akzeptiert worden bin, wie ich das vorher bei Rapid gewohnt war, war natürlich auch wieder ein Lernprozess für mich. Und ich habe aber, glaube ich, nie aufgegeben, bin dann nach Duisburg gegangen, habe dort mit der Mannschaft, glaube ich, wirklich Großes geleistet für die finanziellen Möglichkeiten, die dort in der zweiten Liga vorhanden waren. Wir sind bis ins Cupfinale gekommen in Berlin, das werde ich auch nicht vergessen. Ich habe dann leider nicht spielen können, weil ich verletzt war. Aber das war einfach unglaublich, die Kulisse, die Art und Weise und auch wie das in Deutschland gelebt wird, dieses Fußballfeeling. Ja, dann zurück nach Wolverhampton und dann aber nach Salzburg. Dort auch sehr, sehr erfolgreich gewesen, war auch eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Und dann Kurzstationen mit Köln und mit Millwall. Also ich habe natürlich schon den einen oder anderen Verein kennengelernt, aber das, viele sagen, ja, der ist ein Fußballwanderer oder wie auch immer, aber ich sage, ich möchte mein Leben viele Sachen mit meinem Beruf verbinden und wenn sich da die Möglichkeit ergibt, warum nicht? Ne? Und deswegen bin ich auch jetzt vielleicht noch nicht woanders fündig geworden, habe woanders unterschrieben, weil ich einfach sage, dieses Gesamtpaket muss einfach passen, dass ich einfach sage, okay, ich gehe dorthin, 1,5 oder 2 Jahre, weil ich wollte auch einen langfristigen Vertrag, weil ich jetzt 32 bin und jetzt wieder nur ein Jahr wohin und dann wieder, ich möchte 3, 4 Jahre Fußball spielen und wenn sich jetzt vielleicht noch 2 Vereine oder vielleicht dann 3 Vereine ausgehen, wo ich unter Vertrag stehen kann, wo ich dann einfach sage, okay, da kann ich tagtäglich Fußball spielen. Aber wenn ich zurückblicke auf meine Karriere, bin ich mit jedem einzelnen Schritt eigentlich zufrieden und glücklich, weil ich dort überall tolle Menschen kennengelernt habe und für mich persönlich als Mensch wesentlich viel lernen habe können. Ja. Und jetzt einmal so gefragt, bei welchem Verein hast du dich am wohlsten gefühlt oder wo hast du vielleicht deinen besten Moment oder deine beste Zeit erlebt? Also vom Wohlfühlfaktor her war es natürlich bei Rapid schon richtig schön, weil ich natürlich im elterlichen Haus zu Hause war und bei meiner Familie und bei meinen Freunden und natürlich aus Österreich kommen und Rapid natürlich erst das verfolgt und damit der Mannschaft, so wie wir damals aufgestellt waren, sehr erfolgreich waren, Woche für Woche. Ich habe meine Tore gemacht, das war natürlich sehr schön, auch mit den Fans, natürlich einzigartig in Österreich. Aber sowas Ähnliches habe ich auch mehr oder weniger in Duisburg vorgefunden. Das war in Duisburg auch von der Fankultur, die Mannschaft, so die ganze Konstellation, auch mit dem Trainer. Und natürlich waren wir erfolgreich, wir haben in der zweiten Liga oben mitgespielt, wir sind vom Pokal zu Pokalspiel, der Schritt näher zu Berlin, das hat dann schon irgendwie so gepusht auch, das war schon richtig schön, richtig geil. Und, aber auch die 3 Monate jetzt mit Millwall war irgendwie so ganz eigen, auch von den Fans her und so und von diesen Traditionen, die du dann einfach auch mitbekommst und die Kulisse in dem Stadion, das sind schon ja, einzigartige Momente und schöne Momente. Ne? Am kommenden Samstag könntest du schon im Heimspiel gegen den WRC um 18.30 Uhr das erste Mal für Wiener Neustadt auflaufen. Was erwartest du dir von dieser Partie? Ich glaube, mein letztes Spiel in Wiener Neustadt war, wo wir mit Salzburg damals Meister geworden sind, wo ich 2 Tore gemacht habe. Da war ein Tor dabei, das war eines meiner schönsten, glaube ich, meiner Karriere oder in der österreichischen Bundesliga für mich. Deswegen sind das positive Erinnerungen an den Platz und ich freue mich einfach wieder dann unter Wettkampfbedingungen spielen zu können, einfach mit der Mannschaft am Wochenende Gas geben zu können. Das sind einfach, wenn du unter der Woche trainierst und du trainierst auf ein Ziel hin, dass du am Wochenende einfach in diesen 90 Minuten Vollgas gibst, auf das freue ich mich einfach, dass da einfach wieder zur Sache geht. Und ich hoffe natürlich, dass wir am Ende ein positives Ergebnis erzielen. Hast du die bisherige Saison der Blau-Weißen verfolgt? Natürlich habe ich ein bisschen die österreichische Bundesliga verfolgt. Natürlich muss ich aber auch gestehen, dass ich mehr so deutsche Bundesliga oder englische Premier League verfolge oder vielleicht auch Champions League schaue. Aber natürlich habe ich das ein oder andere Spiel auch gesehen. Was auch sehr bitter war, dieses 2:4 gegen Grödig, wo das Nachtragsspiel war, wo ich da die ersten paar Minuten gesehen habe und dann war es gleich 2:0 und man dachte, das ist ja Wahnsinn. Ne? Weil ich natürlich auch Spieler kenne, wie Dennis Mim zum Beispiel, mit dem ich gemeinsam die Trainerprüfung gemacht habe, die B-Lizenz und da einfach immer wieder in Kontakt bin. Da tust du schon mit den ein oder anderen Spielern auch ein bisschen so mitfiebern und dann denkst du, hey, das war jetzt auch ein Start, ne? Aber ich habe die ein oder anderen Spiele gesehen und verfolgt und ich glaube, dass sich jetzt einfach bei Neustadt über die letzten Wochen von der Qualität in der Mannschaft eigentlich ist, die Ergebnisse halt nicht wieder gespiegelt haben. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir gemeinsam alle jetzt da hoffentlich die nächsten 4 Spiele erfolgreich absolvieren. Nächste Woche kommt es dann zu einem für dich wohl ganz besonderen Aufeinandertreffen. Da trifft der SC Wiener Neustadt aus jetzt auf den SK Rapid. Freust du dich da besonders auf das Duell? Ja, wie die Gespräche jetzt mit Günter Kreisel eben so ihren Lauf genommen haben und dann einfach immer konkreter geworden sind, wo dann gesagt haben, okay, das passt, wir können das die 4 Spiele jetzt machen und auch
vom Verein, vom Vorstand, die haben alle okay gegeben, dass wir das wirklich so durchziehen können. Habe ich natürlich dann gleich auf den Spielplan geschaut, hey, 4 Spiele sind noch, wer kommt da, und dann natürlich das zweite Spiel Rapid. Ist natürlich wieder, das ist Fußball. Der Fußball schreibt diese Geschichten, dass diese Rückkehr von mir jetzt nach Österreich und dann gleich auch ein Spiel gegen einen meiner Ex-Vereine, wo ich sehr erfolgreich war, wo ich, glaube ich, sehr viel Sympathien damals gewonnen habe oder vielleicht damit mein Wechsel ging und nach Salzburg dann leider auch wieder verloren habe. Aber das müssen Menschen für sich selber urteilen und da ihre Entscheidung treffen, die vielleicht sagen, okay, weil er damals bei Red Bull war und Rapid und Red Bull, das ist irgendwie so, ja, Kampf pur und Hass, aber ich als Person, ich als Mensch habe, glaube ich, immer für diesen Verein alles gegeben und ich habe damals den letzten Meistertitel für diesen Verein feiern dürfen mit dieser Mannschaft und ich glaube, das sollte man vielleicht auch mir gegenüber ein bisschen Respekt zollen und auch Anstand, und die Leute, die es halt nicht können, die können es halt nicht, und da muss ich aber auch drüber stehen. Ja, für viele Fans ebenfalls interessant, wird man dich in Wiener Neustadt jetzt öfter antreffen? Oder beziehungsweise anders gefragt, wo und wie verbringst du deine Freizeit? Ja, gestern zum Beispiel auch mit der Mannschaft schon eben beim Asiaten und dann nachher gleich im Kino Wiener Neustadt. Ich bin ja davor schon jetzt das ein oder andere Mal in Wiener Neustadt gewesen, weil eben von meiner Freundin die Familie in Neustadt ist. Und auch Freunde jetzt von meiner Freundin haben wir letztens auch am Dienstag besucht, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, haben wir da schön Abendessen. Neustadt ist eine kleine liebe Stadt, einen schönen Hauptplatz. Und natürlich, wenn das Wetter mitspielt und man kann draußen was machen, geht spazieren, man geht nicht essen, ist es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man mich dann natürlich auch irgendwo vielleicht in Neustadt antrifft. Okay. Unseren Fans brennt natürlich auch eine andere Frage ganz besonders. Du hast Vertrag bei uns bis Sommer 2015, eben mit der Ausstiegsklausel im Winter 2014. Könntest du dir auch vorstellen, länger für die Blau-Weißen zu spielen? Ja, man darf im Fußball niemals nie sagen. Man sieht, wie schnell das jetzt geht und das Ganze über die Bühne geht. Natürlich ist es für mich einfach so, auch laut Statuten von der österreichischen Liga nicht möglich gewesen, dass ich nur einen Vertrag bis Winter unterschreibe. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir unterschreiben einen Vertrag bis Sommer. Und ich wollte aber diese Ausstiegsklausel drinnen haben, weil ich ja in Verhandlungen mit einem anderen Verein stehe und wo es aber dann heißt, du, vor Jänner wird nichts passieren. Deswegen sage niemals nie im Fußball, mal schauen, was die Zeit bringt. Aber wichtig ist, dass wir in den nächsten 4 Spielen so viele Punkte wie möglich holen.